Okay. Okay. Ein höllischer Ort. Jawohl. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4. Ja, euer Maiko, euer Kaffeeonkel, das ist meine Wenigkeit in der Haut von Nathan Drake hier im Gefängnis. Was auch immer passiert ist, ich habe keine Ahnung. Und dann wollen wir mal weitergehen. Wir haben ja sowieso keine andere Wahl. Oh, oh, oh. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Okay. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Na dann. Nicht gerade die beste Gesellschaft, in der wir uns hier befinden. Echt? Na dann. Oh, Tageslicht. Und schwül. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muéfense! ¡Quietense, cabrones! Hey, hey. Ich glaube, die mögen uns nicht. Scheint, hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Ja, scheint mir auch so. Ich kann nicht schneller laufen. Ah, jetzt hat... Und nun? Okay. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Okay. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Dann bist du früh genug raus. Oh-oh. Okay. Oh-oh. Und was soll ich hier? Na, ich geh mal lieber da lang. Ich hab's mir schon gedacht. Na dann, oh. Nett. Okay. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nichts. Atrás. De este encargo yo. Bien. Okay, was soll ich hier? Okay. Ja, ich wollte mal noch gucken, was da abgeht. Entschuldigung. Meine Güte. Wo bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Auch keine Manieren. Hier lang? Wo lang? Ah, ich gehe schon. Wo soll ich denn hin? Verdammt mich. Nein, nein. Nicht da lang. Oh. Ja, wohin? Okay. Wohin denn dann? Oh-oh. Okay. Na, danke. Ach du Scheiße, ja, von einem... überhaupt nicht zwielichtig. Nein, nein. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Nach links? Ja, na gut. Ja, schon klar. Toll. Supi. Dadurch. Wodurch? Hier durch? Da wären wir. Wo? Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur? Ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff.
der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Ne, hoffentlich nicht. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Okay. Sehr schön. Na gut. Auf jeden Fall mal eine sehr schöne Umgebung. Gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Dann wollen wir mal. Kisten, Kisten, Kisten. Die waren da drüben. Komme ich da hoch? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder doch? Nein. Ja, sieht schon ziemlich geil aus hier. Muss man ehrlich mal sagen. Okay. Jo. Oh, oh. Okay, nochmal das Ganze. Jo. Ich muss da irgendwie an den Vorsprung rankommen. Oh, oh. Okay. Daneben nochmal. Na komm schon. Hoch da. Hoch da. Und hoch da. Dann wollen wir mal ein bisschen Indiana Jones spielen. Komm schon. Jawohl. Ja, also beim zweiten Mal hat es doch geklappt. Und hoch da bitte. Jawohl. Sehr schön. Hm, was haben wir hier? Okay. Gibt's da unten irgendwas? Ich meine, ein bisschen entdecken muss ja sein, ne? Upsa. Für irgendwas muss es ja gut sein, dass man hier runter kann. Okay, was haben wir hier? Was haben wir denn da? Ah, einen Schatz gefunden. Okay. Katzenanhänger. Ja, okay. Ja, ist ja gut. Nein, hier. Okay. Alles klar. Achso, den kann ich auch noch genauer angucken. Okay. Sehr schön. Ja, ist aber ein bisschen, also, ganz ehrlich, ja, auch nicht schlecht. Die Drehachse ist ein bisschen komisch, muss ich ehrlich gestehen. Aber gut. Ja, gut, ist jetzt nicht so. Ja. Haben wir da tatsächlich ein Secret gefunden. Auch nicht schlecht. Ja, ich werde die jetzt nicht unbedingt suchen. Klar, man schaut sich einfach mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Okay. Bingo. Und weiter geht's. Ah ja, okay. Sehr schön. Gibt's noch was? Anscheinend nicht. Okay, da komme ich nicht hoch. Warte mal. Nee. Ich würde gerne... Wie war denn das jetzt? Hä? Bin ich doof? Okay, oh, was haben wir hier? Wird es klappen. Ah, okay. Sehr schön.
Hat uns natürlich gleich jemand einen Wagen dahingestellt. Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Gute Frage. Auf jeden Fall eine sehr schöne Aussicht. Aha, aha, aha. Ah, und rüber. Auf geht's. Jaha. Okay. Sehr schön. Wie das allerdings funktioniert, dass er dann das Ding immer mitnimmt, das frage ich mich. Ja, das sieht schon geil aus. Also mal ganz ehrlich. Mal ganz ehrlich, darunter klatschen wollte ich jetzt nicht. Ja gut, die Grafik, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, muss ich ehrlich gestehen. Irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber schon ganz cool. Ja. Oh. Tja, da war ich doch ein bisschen optimistisch. Sehr schön, okay. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr mit Schwung. Jawohl. Oh, oh. Okay. Dann müsste ich doch hochkommen. Jawohl. Wow. Alter Schwede. Okay, vielleicht versuchen wir es lieber über die Ecke. Hoch da. Na komm schon, Nathan. Na, also geht doch. Ja. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Die Aussicht umso gefällt mir dafür schon umso mehr. Ja, okay. Ja, also irgendwie. Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Ja. Ich werde sterben, ich weiß es. Ja. Okay, ein bisschen Schwung holen, hoffentlich. Huha! Alter Schwede. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Ja, ich auch. Alter Schwede. Ja, hoch da. Auf nach oben. Ja, nach oben ist nicht nach unten, ne? Ja, das sieht schon geil aus, also mal ganz ehrlich. Yeah. Sehr schön gemacht. Jawohl. Nach oben? Wo ist nach oben? Wo komme ich denn nach oben? Ich muss nach da oben. Aber wie komme ich da hin? Okay, da schon mal nicht. Da auch nicht. Da müsste ich nach oben kommen. Na dann. Da geht's noch weiter hoch. Na komm. Hoch da. Hoch da. Und hoch da. Sehr schön. Oh oh, das ist ja gar nichts für mich. Oh oh. Und rüber. Oh. Oh, alter Schwede. Ja, warum muss es eigentlich immer so weit oben sein? Darüber. Hoch da. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Das kannst du laut sagen. Ich muss da hoch, okay. Komme ich da direkt hoch? Schafft er nicht. Darüber vielleicht? Auch nicht. Dann muss ich es ja wohl oder übel. Na? Oha. Aha. Da lang. Da lang. Komme ich da rüber? Nein. Willst du mich verarschen? Okay. Da komme ich auch nicht hoch. Was dann? Okay, dann muss ich da runter wahrscheinlich. Oder wie? Ja. Geh mal da runter. Da runter. Darüber. Da komme ich auch nicht hoch. Na, das bringt mir ja nichts. Okay. Ach, so geht das. Na, sag's doch gleich, Mann. Alter Schwede. Ne? Okay. Oh. Kann ich da runter?
Ja. Oh oh. Okay, alles gut, alles gut. Jawohl. Und da rein. Schwer zu glauben, dass hier Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Wo lang? Okay. Na komm schon. Na. Na komm schon. Jawohl. Geht doch. Alter Schwede. Oh, was haben wir hier noch? Ja. Lesen. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Naja, die damaligen waren wahrscheinlich nicht besser, ne? Nun gut, ich habe es jetzt natürlich wieder nicht gelesen, wie gesagt. Oh, was sind da für Sachen in der Luft? Das glitzert so schön. Gehen wir mal da lang. Hoch da. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Ja, ich glaube auch. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Wüsste ich auch gern. Okay. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Echt, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Okay. Komm ich da hoch? Oha. Komm schon. Jetzt nur nicht durchhängen. Sam, verpasst echt was. Komm schon da hoch. Da hoch, bitte. Danke. Muss ich jetzt ganz hoch oder muss ich da rein? Würde mich ja schon mal interessieren. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Oh, ihr Sweet. Ja. Okay. Wo fange ich an? Gute Frage. Oh, was haben wir hier? Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Ja. Kann ich da auch irgendwas machen? Mhm. Hm. M2. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Auch nicht. Okay. Ja, meine lieben Freunde, und ob wir dieses Rätsel lösen können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Uncharted 4. Bis dahin, euer Maiko, euer Kaffeeonkel. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo dalassen, gerne ein Like geben, Kommentar schreiben, wie auch immer. Bis dahin, have a nice day. Ciao, ciao.